Auszuteilen oder wie soll man sagen. Das ist also absolut brutal. Die Polizei ist verbummt. Wir haben auch keine Schilder mehr, keine Erkennungsmarken. Die Namen gar nicht. Ja. Und der ganze Park scheint voll zu sein für Menschen, trotz der wahnsinnigen Brutalität. Ja. Meine Freundin hat auch einen unfreundlichen Tritt gekriegt und so. Es ist egal, jung, alt, wie auch immer man aussieht. Ja. Die Polizei geht mit äußerster Härte davor und das muss jetzt ein dringendes Ende haben und wir müssen überlegen, was wir jetzt machen. Ja. Ich weiß, meine Abgeordnete, ich bin ja auch Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg. Heike Hensel hat ihm angesinnt, der soll die Merkel anrufen, ja, dass da also von oberster Stelle jetzt ein Stopp gemacht wird. Ja. So geht das überhaupt nicht. Das wird sich natürlich jetzt radikalisieren. Ja. Das sind unbescholtene Bürger. Danke, sagen Sie bitte kurz nochmal, stellen Sie mal ganz kurz noch vor. Weil ich bin Annette Groth, ich bin die menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Und ich wohne in Stuttgart, aber in Sillenbuch. mein Wahlkreis ist in Pforzheim. Gut, bedanke mich. Vielen Dank.